und herzlich willkommen im Hobbykeller. Heute das Sicherheitsvideo. Ich habe mir in den letzten Videos immer so überlegt, man sieht ja, oder ihr, die ihr zuseht, seht ja immer nur das fertig geschnittene Material. Und der ein oder andere hat mich schon mal gefragt, mach mal ein bisschen was über Sicherungen und wie die Anlage abgesichert ist. Aber bevor ich das mache, möchte ich gerne heute mal über die Sicherheit hier im Keller allgemein für mich und auch für alle anderen Bewohner im Haus mal ein kurzes Video machen. Einige von euch wissen ja, falls ihr es noch nicht wisst, ich verlinke es euch unten in den Kommentaren oder in dem Kommentarfältchen. Ich baue ja ab und zu hier unten diese Öfen. Diese Teelichtöfen, die man sich dann hinstellen kann und ja, offene Flamme, immer so ein, ja, Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, in der letzten Konsequenz, wenn man was umfliegt oder so, man weiß es ja nie. Und dann habe ich ja schon mal gezeigt, dass ich hier unten im Keller, jetzt wo es im Winter so richtig kalt war, mit diesem, ja, wie nennt man die, Bunsenbrenner, oder? Mit so einer Stechgaskartusche und so, das ein bisschen zum Heizen genutzt habe. An der Stelle nochmal der Hinweis, ich habe es nie länger brennen lassen wie 5, vielleicht mal 10 Minuten, wenn es extrem kalt war, weil eine NOx-Verklüftung, na, muss ich nicht unbedingt haben. Dafür mag ich mein Leben eigentlich viel zu sehr. Okay, also, ich werkle hier unten, teilweise auch mit Holz. Die Solaranlage hat ja im Moment noch nicht so die Connection nach oben. Das heißt, ich versuche den gewonnenen Sonnenstrom hier im Keller zu verbringen. Das heißt, ich arbeite mit Holz, ich arbeite hier mit diesen Metallgegenständen. Und die Anlage an sich birgt natürlich auch ein gewisses Sicherheitsrisiko. Was habe ich also an Equipment? Grundsätzlich, das war ja mal am Anfang ein großes Thema, habe ich hier diesen Strommesser da. Kann man das sehen? Ich leuchte euch mal in die Kamera. Das heißt, ich kann mit diesem Teil wunderbar nachvollziehen, wie heiß werden gewisse Gerätschaften. Habe ich ehrlich gesagt mehr am Anfang eingesetzt, weil mittlerweile weiß ich ja ungefähr, wie heiß was wird oder wie kalt auch etwas wird. Im Winter war es ja ganz interessant, wie kalt werden auch die Batterien. Kann ich überhaupt massig Strom aus den Batterien entnehmen im Winter, wenn mal irgendwann im Berchtesgaden die Sonne geschienen hat? Also ganz wichtig an der Stelle, komme ich gar nicht erst bis zu dem Punkt, wo was brennt oder wo etwas heiß wird, weil ich das immer relativ damit im Auge behalten habe. Dann, wenn ich mit Holz arbeite, habe ich so die klassischen Mundschutz. Das ist jetzt einer, der sieht jetzt schon ein bisschen verbastelt aus hier. Einfach, das ist jetzt mehr für meine Gesundheit. Die gab es mal im 20er-Pack oder irgend sowas. Falls es mal ganz laut wird, habe ich mir sogar so einen Gehörschutz geholt, weil die Decke hier im Hobbykeller ist nicht besonders hoch. Die Wände sind nicht besonders nah. Logisch ist, es ist ein Kellerraum, ja. Und dann habe ich hier halt dieses Ding drauf. Dann ganz normal den Splitterschutz. Ist jetzt eher auch was, was für die Holz- und für die Ton- und Metallbearbeitung hier unten anfällt. Aber brauche ich auch für Experimente, ich zeige es mal kurz, also ganz normale Splitterschutzbrille für den Mund. Zum Beispiel in den Videos, wo es darum ging, den modifizierten Spannungswandler dazu zu bringen, eine Energiespannlampe explodieren zu lassen. Hat leider nicht geklappt. Auch dafür mache ich euch mal den Link hier unten in die Videobeschreibung. Videobeschreibung, genau, so hieß das Feld. Genau, und ich mag mich, alles gesagt, hier unten nicht verletzen. Aber ganz wichtig, ich mag auch niemanden hier im Haus abkugeln. Muss nicht sein, muss ich nicht haben. Dafür habe ich noch zwei Equipments, und zwar habe ich einen Feuerlöscher. Ganz einfaches Ding, gab es mal irgendwo, wollte keiner haben, dann im Abverkauf. Kann nur mal gebrauchen. Und wichtig an der Stelle, auch aus dem Abverkauf, bin ich drüber gestolpert, das ist so eine Löschdecke. Das heißt, wenn es hier mal irgendwie brennen sollte, habe ich mir sagen lassen, ich habe es jetzt nicht an der Wand, also man hängt das Ding wohl an die Wand und hat dann hier diese beiden Fitzeln, zieht
Und das, was dann als Decke rauskommt, schmeißt man über den Brandherd. Ich nehme mal an, dass ich im Zweifelsfall das Ding einfach auch so ziehen könnte. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der Schmächtigste auf der Welt. Ich muss das zum Glück noch nie einsetzen. Also, wobei, das habe ich noch gar nicht mal so lang. Der Feuerlöcher, der ist dann eher schon länger. Irgendwo steht, glaube ich, sogar drauf, wie lange der hält. Oh, so richtig habe ich das noch nicht rausgefunden. Ich glaube, ich habe ihn jetzt 2 Jahre. 2 Jahre müsste eigentlich vollkommen ausreichen. Hier oben ist eine Druckanzeige, die mir zeigt, wie der Druck ist. Und der Druck ist hübsch im grünen Bereich. In der unteren Hälfte des grünen Bereiches, aber es ist im grünen Bereich, immerhin. Ach nee, Moment, das liest man andersrum. Da, wo die 0 ist, kann man das jetzt erkennen? Also, da ist eine 0 und da ist ein Überdruck. Und es ist im grünen Bereich, aber eher Richtung Überdruck, also noch gut gefüllt. Und im Zweifelsfall, wie eine Handgranate, wer Counter-Strike spielt, weiß das, Haken raus und dann wuff, drauf auf das Ding. Draußen im Hausflur ist auch noch so ein ganz großer Feuerlöcher, wobei der ist vom Vermieter. Würde ich im Zweifelsfall auch einfach an mich reißen und dann natürlich mit gebeugtem Haupt ersetzen, wenn es dazu kommen sollte. Ja? Aber mir geht es jetzt einfach nur hier darum, ihr seht das oft nicht, was dann teilweise noch an Zeug rumliegt. Und wenn ihr der Meinung seid, er schraubt ja einfach ein paar Kabel zusammen und probiert aus, ganz so ist es nicht. Sei es Rentner im Haus oder kleine Kinder im Haus, das muss ich nicht haben am Ende, dass ich dann dafür verantwortlich bin, jemandem körperlichen Schaden zuzufügen. Ja? Also ganz wichtig, auch wenn ihr etwas tut, ich meine, wenn ihr jetzt im Lidl, Aldi oder weiß der Fuchs, mag jetzt hier keine Werbung machen, aber irgendwo so eine Decke oder so, was hat das gekostet? Ich glaube 8 Euro oder so. Ja. Und wenn man das Ding halt nie einsetzt, ist doch wurscht. Aber es liegt da, man hat ein gutes Gefühl, wenn man hier irgendwas rumbastelt oder experimentiert oder auch bei euch zu Hause, dann habt ihr diese Sicherheit. Dann habt ihr die Möglichkeit, da zu sagen, lösche ich. Könnt zwar hinterher den ganzen Krempel wegschmeißen, aber immerhin ist niemand anders zu Schaden gekommen. Genauso diese Sicherheitsausrüstung, ich meine mal, Leute sagen immer Ausrüstung, aber ich meine, das sind 2 Kleinigkeiten, ja, die doch am Ende dafür sorgen, dass das Hobby, was ich hier ausübe, oder wenn ihr es natürlich im größeren Rahmen oder professionell oder man stellt euch den Strom ab, dann seid ihr natürlich mehr drauf angewiesen, aber ich betreibe es jetzt als Hobby, eben das Hobby so ausüben kann, dass es mir keinen persönlichen Schaden zufügt. Das ist so dieses typische Safety First. Aber das wollte ich einfach nur damit mal zeigen. Nicht, dass jemand einer hier der Meinung ist, der geht hier Harakiri vor, dem passiert nichts. Dann kann ich auch Harakiri vorgehen und hinterher brutzelt ihr euch die Bude weg. Müssen wir nicht haben. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und immer schön vorsichtig sein.